Beckenfresser Games präsentiert Let's Play Together Minecraft. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft. Weißt du eigentlich, wie sehr mich diese Begrüßungssätze aufregen? Das heißt nicht aufregen, es ist mehr so eine Art von Ankotzen. Ja, ich sag dann auch mal Hallo, liebe Zuschauer. Und ja, der Daniel, der ist anscheinend angekotzt von den Aufnahmesätzen. Aufnahmesätzen, ja. Ja. Ich habe keine Schaufel dabei. Nee, also ich kann das nachvollziehen. Vielleicht sollte man uns irgendwas Neues dafür ausdenken. Wie, du hast keine Schaufel dabei? Ich habe keine Schaufel dabei. Das war jetzt unabhängig von dem Aufnahmesatz, ja. Anfangs-Aufnahmesatz-Thema. Ja, ich habe keine Schaufel dabei. Ich glaube sozusagen, wenn ich anstatt diesem... Steht denn jetzt hier eine Workbench? Wo? Mitten im Raum. Ach so, ich glaube... Nee. Die steht in der Ecke. Ja, aber vorm Herd. Soll ich die einbauen? Soll ich eine Einbau-Workbench draus machen? Nee, ich habe die nur aus Versehen dahin platziert. Aber wir haben ja keine Workbench drin. Doch, haben wir eine Workbench. Doch, haben wir. Steht die dahinter? Oder? Doch, wir haben eine Workbench. Natürlich haben wir eine Workbench. Ja, natürlich haben wir eine Workbench. Ja, sicher. Wir fertig, ey. was wollte ich sagen? Genau. Ja, diese Begrüßungssätze. Also irgendwie... Es ist einfach so inhaltsleer. Und auch dieses herzlich willkommen. Ich weiß nicht, das sagt eigentlich gar nichts mehr aus. Nee, nicht wirklich. So, eigentlich will ich zocken, muss ich sagen. Komm doch rein. Hallo, ich will zocken. Ja. Ja, das sagt aber Let's Play schon aus, oder? Irgendwie schon, ne? Daher ist es vielleicht doch gar nicht so falsch. Ja, Moment, es heißt ja Let's Play und nicht irgendwie Let's Welcome oder Lass uns Freunde werden. Möchtest du denn nicht mit deinen Zuschauern befreundet sein? Sprich gar nicht zu Ende, nö. Hast du denn deine Zuschauer so sehr? Ich liebe meine Zuschauer, aber für Freundschaft reicht es dann doch nicht. Achso, aber für Liebe. Ja. Es ist so eine besondere Art von Liebe. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist so wie das, was du für Tiere empfindest, glaube ich. Achso, okay. Und das ist schon eine Menge, muss man dazu sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich liebe meine Zuschauer so wie ein Hund oder ein Kolibri oder eine Amöbe, sondern... Sondern? Ja. Ist es denn schlimm, ein Kolibri zu mögen? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Und warum solltest du deine Zuschauer anders mögen als ein Kolibri? Nein, ich überlege nur gerade sozusagen, was bedeutet es eigentlich, wenn ich sage, ich mag einen Kolibri? Ah. Und bin mir da nicht ganz schlüssig. Was gefällt mir eigentlich dann an diesem Kolibri? Was ist es, was ich mag, weißt du? Ja. Das ist nicht einfach, dass ich sage, boah, Kolibri... Also es ist jetzt keine erotische Liebe oder so. Die du ja auch wahrscheinlich nicht so sehr für deine Zuschauer empfinden wirst. Doch, oder? Doch. Du empfindest eine erotische Liebe für deine Zuschauer? Natürlich. Ach so. Okay. Ja, halt so eine Let's-Player-Erotik. Gamer-Erotik, ja, Game-Erotik sozusagen. Game, ja genau. That is it. Du nicht? Ich bin mir unschlüssig. Ach komm. Ob es das ist, was ich für meine Zuschauer empfinden möchte und sollte. Na, darum geht's ja nicht. Um möchten und sollen, sondern es geht ja darum, was du wirklich empfindest. Und da kannst du jetzt nicht, sozusagen, das bestimmt sich jetzt nicht durch dein Wollen oder das Sollen. Die Burg, das wird hier nichts mit dem Eingang. Ich weiß nicht, wie ich das vernünftig machen kann. Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Man startet die Erntemaschine von vorne, nicht von hinten. Okay, das war jetzt das, wo du... Also das war jetzt die Erkenntnis, die du die letzten zwei Folgen über gebraucht hättest. Ja. Naja, nee, also ja. Ja, alles klar. Aber ich werde auf jeden Fall jede Menge Repeater benötigen. Mhm. So, wo kommt denn die Wasserschneise lang? Die Wasserschneise. Ich muss das natürlich immer eins tiefer als das Wasser machen. So. Natürlich. Ja, das geht. Aber hier kommt dann hier der Sand hin. Das heißt, ich muss hier schon nach unten gehen. Diese verfickten Stufen zu platzieren, ne? Es ist ein Graus. Ja, also es ist schon ein bisschen tricky geworden. Total. Aber es geht. Aber gut, das hat natürlich auch seine Vorteile. Richtig. Weil man jetzt um die Ecke bauen kann und solche Sachen halt, ne? Ja. Definitiv eine geile Sache. Aber nichtsdestotrotz. Ich weiß es nicht. Ich reiß es wieder ab. Die Burg hat erstmal keinen Eingang. So.
Ende aus. Ach, hier sind wir. Zack, zack, zack. Das waren jetzt erstmal 5 Minuten sinnlos verbaut. Aber gut, davon kannst du ja ein Lied singen bei deiner Erntemaschine. Ich wollte gerade sagen, das sind die Leute gewohnt hier. Sieht bei mir den ganzen Tag so aus. Okay. Ja, wie geht's denn? Wie soll es hier eigentlich weitergehen? Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drum gemacht. Ich habe mir auch noch gar keine Gedanken. Doch, die habe ich mir schon gemacht, aber ich bin noch zu keinem Schluss gekommen. Kurzum, wie breit diese Brücke sein soll. 2 breit scheint mir fast noch zu wenig. Ich glaube, ich hätte gerne noch mal hier in der Mitte einen 3. Stein. Ja, hätte ich gerne. Und den werde ich mir da jetzt hinpflanzen. Komme ich da hinten hin? Nein, komme ich nicht. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Ab da geht's los. Na gut, dann geht's ab da los. Ah. Jetzt ist aber der Schalter dann wieder zu weit unten. Boah. Ich krieg das nicht gebacken. Das wird echt spaßig. Kannst du nicht vorher einen Plan zeichnen? Ach, Try and Error. Ja, Try and Error, dafür hat man ja auch die Zeit. Ich brauche Diamanten. Ganz dringend. Hast du nicht doch welche? Bestimmt habe ich irgendwo welche. Ich habe bestimmt versteckt vor mir. Zack. So. Ist das eine angemessene Ist das so schlimm, wenn man den Redstone sieht? Ja. Also ich finde schon. Nein! Ach komm, da kannst du auch irgendwas drüber bauen, oder? Ja, nicht? Aber das ist alles nicht so einfach. Ja, das mache ich nachher. Mhm. Du musstest ja den Redstone dann auch eins nach oben legen. Das ist ja halt immer die Problematik, den wieder nach oben zu legen. Kriege ich hin. Kein Ding, Junge. Ja, das sieht mir schon angemessener aus hier mit der Brücke. Aber die Masterfrage ist, wie kommen wir dann auf den Berg rauf? Nämlich dorthin, wo die Burg entstehen soll. Und das werde ich mir jetzt mal überlegen. Es ist Nacht. Hättest du Interesse daran, dich schlafen zu legen? Immer. Gut, dann machen wir das. Aua, ich hatte doch jetzt gerade wieder... Hallo, wir machen das jetzt, ne? Bist du unterwegs? Ich hatte ein Skelett getroffen. Mal Skelett hauen gehen. Gehst du jetzt schlafen? Erstmal das Skelett töten. Warum wollen wir nicht immer schlafen gehen? Ja, dann ist Tag. Das ist doch scheiße im Dunkeln. Bist du müde oder so? Nee, aber dann sieht man besser. Ja, ich komme schon. Ist ja schon gut. Ich bin ja schon unterwegs. Sehr gut. Ein bisschen Dalli-Dalli. Ja. Nein, jetzt bin ich hier runtergefallen. Boah, beeil dich mal bitte. So. Was ist? Ich wusste jetzt gerade nicht, wie ich weiterkommen soll. Liegst du jetzt? Ja, ist klar. Ich laufe noch. Ja, sag Bescheid, wenn du im Eingang bist. Nicht im Eingang bin? Ja. Bin ich jetzt. Gut. Dann leg dich mal hin. Mache ich das auch. Wieso kann ich nicht sprinten? Okay, alles klar, ich liege. Ich auch. Und? Yo! Yay. Wir brauchen für den Weg fast mehr Zeit, als es hell ist draußen, ey. Ja, du bist halt nicht cool genug. Ich schaff das in der Zeit. Also ich... Die Burg ist halt super strukturiert. Oh Gott, ich hoffe, das sieht jetzt so aus, wie ich mir das vorstelle. Ich brauche auf jeden Fall viel mehr Repeater. Jetzt habe ich, glaube ich, schon wieder vergessen, wie Repeater ging. Oh Gott. Ich glaube, ich krieg's nochmal zusammen. Hast du da nicht 5 Bildschirme eigentlich? Kannst du da nicht irgendwo nachgucken? 2 habe ich, aber die sind halt im Augenblick auch total voll. Okay. Aber ich krieg das schon aus dem Kopf noch hin, wie das war. So, hier. Nee, da waren Fackeln. Hier war eine Fackel und. Hier war eine Fackel. Hier unten war... Regnet das jetzt? Nee, kein Kobbel, sondern Stone, genau. Und hier oben war Holz. Ich hab kein Holz. Nee, ach so, geht schon. Ah. Haha. Hab alles. So 10 Stück. Sehr gut. 10 Stück könnten reichen. Wenn nicht, dann mache ich später nochmal ein paar neue. Mhm. Aber mit 10 Stück sollte ich hinkommen. So, was ist das denn jetzt hier für ein Bullshit? Hä? Boah, das mit den Steps klappt wieder gar nicht, ne? Wieso? Ja, kein Plan. Das musst du dir in meiner Folge hier angucken. Doch, jetzt geht's. Ist das eine Scheiße, ne?
Für so eine blöde Burg. So. Was hältst du davon, wenn wir keine Burg bauen? Ich finde eigentlich eine Burg ganz cool. Ach, Man halt's hätte Maul. schon gerne eine. Ach ja, ich hätte auch gerne Burg. Ist doch auch was Feines, ne? So, das funktioniert. Jetzt gucken wir mal, wie weit das auch reicht. Boah. Strom, 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 Hammer. Strom, 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 Strom. Hier kein Strom mehr. Also, Strom? Peter. Naja, also Sagt man Redstone. Strom dazu? Naja, Redstone macht doch Strom. Ja? Ja. Ich weiß nicht, wie das heißt. Für mich ist das einfach ja Redstone, ne? Redstone-Energie. Redstone-Energie. Energie der Erde, ja, die fließt da durch. Ah ja, richtig spirituell. Zack, zack. So. Ah. Redstone, 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 Yep, yep. Redstone. Ah, hier muss ich jetzt, muss ich hier vorne noch einen Repeater setzen. So. Okay, das sieht doch schon mal ganz schick aus. Nein, Ich habe das einer letzte. fehlt. Ein Repeater Oh. fehlt. Du Held, du Held. Jetzt kann man sich hier oben auch ganz gut bewegen. Wobei mir das eigentlich zu viel Platz ist schon. Da denke ich mir noch was aus. So. Andererseits möchte ich auch nicht auf das Holz verzichten. Ah, das ist natürlich die Frage. Ah, gut, dass du sagst Holz. Siehst du, Holz könnte ich dann auch noch gebrauchen. Man braucht ständig Holz. Ich brauche Slabs. Ja, die habe ich auch gerade. Ah, runtergefallen. Okay. Was, du Let's Plays Final Fantasy X, habe ich gehört? Ja. Ich liebe Final Fantasy X. Habe ich das schon mal gesagt? Ja. Nee, habe Aber ich ich weiß nicht, nicht. ob du es für den Zuschauern gesagt hast. Nein, aber jetzt wisst ihr es. Ich liebe Final Fantasy X. Du auch? Nein, sonst würde ich es ja nicht Let's Play, ne? Also es ist ewig her, dass ich es gespielt habe, fiel mir jetzt wieder auf und es macht wieder richtig Laune, erstmal wieder anzuzocken. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also es ist ziemlich geil. Und ich freue mich darauf, das weiterhin durchzuziehen. Ja, Final Fantasy X ist eigentlich immer geil, muss ich sagen. Ich liebe es. Wir haben kein Holz hier, hast du das ganze Holz jetzt wieder mitgenommen? Ich hasse das, dass du immer alle Ressourcen mitnimmst und nichts da lässt. Ich will eine Burg, ich will eine Burg. Dazu brauche ich halt Ressourcen. Aber doch kein Holz. Ja, sicher. Alter. Holz ist hier wesentlicher Bestandteil. Ich brauche Holzslabs. Wieso haben wir keine mehr? Ja, ich brauche auch Holzlabs. Ja, die Erntemaschine hat erstmal eine geringere Priorität. Ich glaube nicht, Tim. Ja, sicher. So. Jetzt muss ich das hier noch ein Von bisschen der anpassen. Erntemaschine wollen wir leben. Ja, seltsam, dass ich jetzt schon lebe, sozusagen. Aber dann lebst du im Überfluss. Brauche ich Was ja nicht. auch nicht so gut ist, ne? Nee, gar nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, müsstest du nicht gerade sozusagen als jemand, der sehr bewusst lebt und Peter-Seiten empfiehlt, nicht gerade vom Überfluss abraten? Hast du eigentlich mal geguckt auf der Seite? Ja, ich habe mir nur die Home-Seite angeguckt und habe dann schon gedacht, oh nee, lass mal. Wie, oh nee, lass mal. Ja, das ist so, das wirkt so ein bisschen populistisch, weißt du? Dann ist da gleich das erste hungernde Kind, was du siehst auf der Seite und ja, nee. Ja, es ist aber halt, es geht ja darum, den Zusammenhang zu erkennen, ne? Und da gehört das nun mal mit dazu, Ja, dass nee, sowas will ich nicht wissen. Das, sowas will ich nicht wissen. da verschließe ich einfach die Augen und dann ist gut. Genau, dann hungern keine Kinder mehr, wenn man einfach nicht hinguckt. Ja. So einfach ist Wenn ich das. die nicht sehe, dann gibt es sie auch nicht. Genau, ja. So, ne? Da Normal. muss man jetzt nicht noch extra irgendwie Homepages machen dafür. Weil die gibt's ja gar nicht. Dann braucht man keine Richtig. Homepage zu machen für etwas, was gar nicht existiert. Richtig. So. So. Herrlich. Ich konzentriere mich lieber auf Burgen. So, ich Oh. ziehe jetzt Wassergräben hier. Jetzt muss ich das Dirt wieder neu setzen. Ach Gottchen. Aber dafür sieht es dann auch sehr schick aus. Obwohl, so schick finde ich das gar nicht. Aber es bleibt jetzt so. Ach, Punkt. verdammt, eins zu weit vorne. Da.
Ja, so eine Erntemaschine, ne? Die fordert einen ganz schön. Es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das Nee, auf stimmt gar keinen Fall, allerdings. Junge. Das ist richtig kompliziert. Ich Aber habe das das. Gefühl, ich höre da irgendwie ein wenig Ironie raus aus Nö, deinem. gar nicht. Okay. Oh, diese Stufen sind doch scheiße. Das klappt nie. Nie. So, ich mache jetzt den Part nochmal neu. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann lasse ich den Müll hier. So. 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 Und so. Wow, es hat geklappt. Donnerwetter. Wer hätte das erwartet? Okay. Das nächste, was ich machen werde, ist, ich will hier Türen haben hier vorne. Ich will, ich will, ich will. Verstehst du? Okay, ja, ich verstehe das vollkommen. Ich Denn will auch so manches. man will ja vorne rein. Ich bin schon wieder so konzentriert, dass ich irgendwie gar nicht so richtig dazu komme, irgendwas zu erzählen. Ich sollte einfach Let's Reads machen. Ne? Was? Das Let's Einfache. Reads? Ja. Ich doch immer so. Ich bin immer so konzentriert hierbei. So So. ultra konzentriert, dass ich gar nicht dazu komme, was zu erzählen, wenn ich mich immer auf das Spiel konzentriere, anstatt auf das Bauen. Apropos auf Spiel konzentrieren. Ein Spiel, bei dem mir das ja oftmals passiert ist, ist ja Alan Wake. Wo ich Ja. irgendwie mehr dazu kam, also nicht dazu kam zu zocken, sondern irgendwie nur am. Also nicht dazu kam zu quatschen, sondern am Zocken war. Und das ist jetzt günstig bei Steam zu haben. Bist du dir im Klaren darüber, was jetzt bedeutet? Ach so, ja, stimmt. Das bedeutet, dass das keiner mehr mitbekommen wird. Oh, Richtig. es tut mir echt leid für die Leute. Das ist heute günstig zu bekommen, wenn ihr könnt es nicht mehr bestellen für den Preis, wenn ihr das jetzt hört. Tut mir echt leid, ihr habt echt was verpasst, liebe Leute. Welchen Preis überhaupt? Eigentlich gar keiner, ne? Also, 2,80 € oder so waren das das. ist schon extrem günstig. Ja, irgendwie. Und das Spiel ist ja echt gut, also es Aber hallo. ist ja echt klasse gemacht, ne? So, jetzt habe ich hier schon mal die Wasserläufe. Der Wasserlauf sieht aber blöd aus, der passt ja gar nicht. Hey, was habe ich denn hier gemacht? So, und hier geht das Wasser genau hier. So. Weißt du, wer, ich glaube, am Donnerstag bei Markus Lanz war? Wer denn? Joey Kelly. Wow. Total abgemagert, hat 3 Wochen lang nichts gegessen, nur Wasser getrunken. Okay. Warum? Keine Ahnung. Also bei Joey Kelly kann ich mir vorstellen, dass das alles einen guten Grund hat, wenn er sowas macht, ne? Einen guten Grund? Na, oder viele gute Gründe. Zum Beispiel? Na, er ist doch so ein ganz netter eigentlich, so ein sehr engagierter Mensch. Ach so, ja, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er das einfach mal gemacht. Und sitzt da total abgemagert und erzählt dann davon, wie er trotzdem noch einen Marathon gelaufen ist, zumindest einen halben und und. Und ja, naja, Das ist der okay. Herr Kelly. Möchtest du jetzt etwas Negatives über Joey Kelly sagen? Nee, gar nicht, das habe ich Achso. voll bewundert und so. Du klingst doch genauso, als hättest du genau das getan, ja. Ja, sicher. Nee, nee, also ist schon ein beeindruckender Mensch, doch, also. Ja, warum? Was macht ihn für dich so Naja, beeindruckend? allein schon die ganzen Sachen, die er so gemacht hat bisher so, und das ist schon. Also er ist ja sehr sportlich und Ja, wie wäre es jetzt mal lebt sehr bewusst. mit einem Beispiel für das, was er so gemacht hat? Na, Marathon laufen und sonstige. Also, das ist einfach so, wie er so drauf ist. Das ist doch. Man Achso, kennt doch Joey Kelly. jetzt nicht irgendwie aus ethischen Gesichtspunkten, sondern einfach so. Na, schon auch aus ethischen Gesichtspunkten. Achso, ja, warum? Also, er setzt sich ja auch sehr viel für Kinder ein und solche Sachen. Ach ja, Oh. er setzt sich für Kinder ein. Das ist immer gut. Er setzt sich alle für Kinder Ja, ich auch, ein. ich auch, ich liebe Kinder. Ich laufe täglich an mindestens 2 Kitas vorbei. Oh. Ja. So. Nee. Ja, was soll man dazu jetzt sagen? Du und deine Kinder, lieber, läufst an Kitas vorbei. Ah. Ich bin überwältigt. Der Eingang gefällt mir nicht. Habe ich jetzt eigentlich Strom drauf gerade? Achso, ja, ich muss ja noch eine Reihe drauflegen. Redstone-Energie meinst du? Kein Strom. Redstone-Energie. Rotstein Energie. Haben wir noch Cobblestone? Ja. Okay. Ah, nee, ich habe auch noch welches. Alles klar, kein Problem. So.
Ja, das sieht ganz gut aus. Das Ding Echt, ist das ja sieht noch gut oben aus? dahinter. Das Wasser dann drin. Das muss auf jeden Fall noch eine Okay. Reihe Wenn höher. das gut aussieht, würde ich sagen, drücken wir jetzt einfach mal auf Pause und gucken uns das an in der Aufnahmepause. Was hältst du Okay. davon? Ja, Ja? warte, ich gehe noch nach Hause ganz kurz. Weil es nämlich auch gerade Nacht wird. Richtig. Weißt du? Da kann ich dann die Nacht zu Hause verbringen. Macht man ja Richtig. so. Das mache ich Standardgemäß, auch. man verbringt am liebsten die Nächte bei sich zu Hause. Na klar, mein Zuhause ist jetzt hier in der Burg. Okay, liebe Leute, wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen, freuen uns auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.